Ja, hallo Freunde, ich habe mir mal von Amazon hier die Blink XT2 gekauft. Die heißt warum? Weil es Überwachungskameras sind, also die Überwachungskameras. Das Ganze funktioniert hier völlig kabellos. Das ist das Interessante, ne? Weil da, wo man immer einen Stromanschluss benötigt, hat man in aller Regel keinen. Das ist immer das Thema bei allen anderen Außenkameras. Dieser Blink XT2 könnt ihr sowohl innen als auch außen verwenden. Ich glaube, Amazon verzichtet mittlerweile darauf, hier Außen- und Innenkameras separat zu handeln, wie das beim Blink XT war, also Nummer 1, das ist das Nachfolgemodell hier. Und Thema ist völlig kabellos und was ihr natürlich immer wie immer braucht, ist das Handy, es funktioniert mit App und so weiter. Dieses Set jetzt hier, wir sind in 10.2019, 30.10. heute, zwei Kameras und ein Sync-Modul, so nennen die das hier an der Stelle. Ich zeige es euch gerade mal eben, das ist dieses kleine Teil bei Philips bei den Lichtern nennt sich das Ganze Bridge und so würde ich es auch hier nennen wollen, weil es ist im Endeffekt eine Brücke, die ihr mit dem Router koppelt und dann die Kameras wiederum greifen hier drauf zu. Vielleicht zeichne ich euch mal eben gleich mal eine kleine Zeichnung, dann wisst ihr da Bescheid. Also völlig kabellos deswegen, weil diese beiden Teile hier mit Batterie betrieben wird. So, ihr habt hier Full HD bei der ganzen Geschichte, heißt also, da wird auch aufzeichnungstechnisch einiges passieren. Aber lasst mich einfach mal hier oben, lest das nochmal, ne? An Amazon Company, ja. Und hier könnt ihr es nochmal nachlesen an der Stelle. Vielleicht nehme ich euch da nochmal ein Stückchen näher mit ran. Dann brauche ich es euch, habt das einmal, was man liest und hört, hält ja bekannt nicht besser an der Stelle. Ja, ihr seht also hier, dass wir das Ganze hier in Full HD haben. Ich muss es gerade eben selber oben vom Bildschirm ablesen. Und zwar hier deutsche Sprache, ja, zwei Wege an der Stelle. Ich muss das so rüberschieben, damit ihr auch besser im Bild seid. Dann 2 Jahre Batterielaufzeit, Sternchen, ja, an der Stelle sage ich gleich was zu. HD-Abdeckung Tag und Nacht. Das heißt also, ihr habt Full HD 1080p sowohl in der Nachtsicht als auch am Tage. Keine monatlichen Verträge, das ist ganz, ganz interessant. Noch nicht, ja. Und ihr könnt eine ganze Menge darüber aufnehmen. Ich sage euch auch später noch, wie viel. Und Bewegungsmeldung ist natürlich individuell einstellbar. Und das Ganze funktioniert mit Alexa. Bei mir hat er beim Kauf angezeigt, dass das Ganze über mein Amazon Fire Stick zu handeln ist. Dazu kann ich nichts sagen, weil den habe ich schon länger nicht mehr in Benutzung jetzt hier. Also da wird es Erfahrungswerte sicherlich irgendwann noch geben, ob das machbar ist. Aber ich habe hier so einen kleinen Echo Dot. Vielleicht schließen wir den an der Stelle mal an. Alexa, blende Straße ein. Tut mir leid, Kameras funktionieren auf diesem Gerät nicht. Wenn du Fire TV hast, bitte verbinde Echo Dot mit Fire TV in der Alexa App, um die Kamera verwenden zu können. Ja Leute, was gibt's noch zu sagen? Ich habe gesagt, diese Geschichte jetzt hier mit den zwei Kameras, aktueller Preis 220 Euro. Es gibt ein Set mit einem Modul und einer Kamera kostet aktuell 120 Euro. Ob wir da noch andere Preise sehen werden, weiß ich nicht. Bei dem Blink XT, bei dem alten Modell, da gab es jede Menge Zubehör später noch. Natürlich könnt ihr das nicht nur mit Batterien betreiben, sondern auch mit Akkus. Da habe ich dann gesehen, da gab es ein Solarmodul. Dann gab es hier noch solche, ja, Blendenschirme, die man hier drüber machen konnte, konnte das Ganze noch so in Gummi packen und alle möglichen Dinge, die da machbar waren, was also das Zubehör anbelangt. Ob das Ganze, was XT anbelangt, dann für XT2 auch kompatibel ist, Leute, kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Ich packe das gleich mal komplett aus und schauen wir uns den gesamten Lieferumfang an. So, Freunde, sprechen wir über den Lieferumfang. Und zwar habt ihr jeweils für jede Kamera natürlich immer dabei eine Halterung, eine Wandhalterung hier, entsprechend mit der Aufnahme, die eine gewisse Flexibilität bietet. Natürlich nicht rundum, ne? Das muss man hier wissen, es ist kugelgelagert. Und wenn wir später die Kamera mal dran machen, dann könnt ihr, nehme ich euch nochmal mit, ne? An der Stelle. Aber um das ganze Wandmontage und dann hier runter auf euer Grundstück zu bringen, reicht das völlig aus. Schauen wir uns später an. So, dann habt ihr einmal hier zwei Schrauben für die Wandmontage. Dübel sind hier an der Stelle nicht im Lieferumfang. Und es gibt zwei Energizer-Batterien hier, ne? Also dann wirklich auch auf Marke hier geachtet und die
sind ganz frisch, Produktionsdatum 05/19 und haltbar bis 12/2039. Das mal dazu, das wie gesagt zu jeder Kamera. Dann gibt es hier einmal noch so einen Aufkleber, dass ihr hier videoüberwacht seid, ne, mit Blink und so weiter. Könnt ihr euch an die Fensterscheibe kleben, dann weiß von draußen schon jeder Bescheid. So, und hier an der Stelle, es wird sehr, sehr viel Wert auf Support gelegt. Überall findet ihr wieder, ihr könnt auch über die App direkt dann Support kontaktieren und dann Support anrufen und seid dann also technischen Support, dann seid ihr direkt da, oder ihr könnt über eine Webseite gehen, ein Ticket erstellen und so weiter und so fort. Also man ist da sehr, sehr auf Support bedacht, dass ihr da auch zufrieden seid mit der Geschichte. Auch hier eine Bedienungsanleitung an der Stelle. Vielen Dank, dass Sie sich Produkt entschieden haben. Dann hier zwei Seiten und das war's dann Ganze schon auch. Dann geht's hier mit Italienisch weiter. Also mehr gibt's da nicht, weil es relativ einfach alles auch zu installieren ist. Und auch hier alles nochmal wieder mit Support und so weiter, Telefonnummer, und es gibt natürlich dann eben halt dort die übliche Fuckliste, also und diese ganzen Geschichten, Community und wie gesagt, also ich Videos, die ihr euch anschauen könnt zur Installation, finde ich sehr, sehr gut, dass man da also auf den Kundenservice so viel Wert legt. So, das Sync-Modul natürlich, das müsst ihr natürlich einmal an den Strom bringen, ja, ähnlich eben halt wie die Bridge bei den Philips Lights. Und hier gibt es einmal einen UK-Stecker, den können wir, denke ich, mal an der Stelle wegpacken. Und das Ganze funktioniert hier über ein Micro-USB. Das ist also Sync-Modul und das dann jeweils die Kameras. Dann habt ihr auch einmal den Lieferumfang. So, hier einmal noch Nahbetrachtung der Kamera, und zwar einmal das Kameramodul, so muss man ja sagen, weil hier ist Bewegungsmelder natürlich entsprechend verbaut. Dann habt ihr hier einmal die Kamera und so weiter. Aber ich denke, Leute, das ist selbsterklärend und klar. So, und auf der Rückseite ist dann selbst nochmal beschrieben, wie ihr hier die Abdeckung da bekommt. Eben halt hier runterziehen und dann einmal von unten das Ganze hochheben. So ist es hier gemacht, ne? Könnt ihr hier sehen, hier ist so ein Mechanismus drin. Einmal hier unten, ich halte euch mal da rein. Ja, das ist das ganze Thema. So, hier Batterien rein, und was ihr schon gesehen habt, ihr habt hier natürlich auch einen USB-Anschluss, ne? Der ist hinten einmal hier mit Abdeckung versehen, damit da hier kein Wasser reinkommt. Ich denke, das ist klar. Insofern denke ich mal, dass auch hier solche Sachen wie Solarmodule und so weiter nutzbar sind, natürlich immer nur dann, wenn ihr hier das Ganze mit Akkus betreibt, ne? Und ihr seht also nur 1,5 Volt und Lithium dürft ihr da nehmen. Und beim Akku habt ihr natürlich die Möglichkeit, da was Gutes zu nehmen mit einer hohen Kapazität, also Milliampere-Stunden und so weiter und so fort, ne? So, dann stehen hier natürlich Modell, MAC-Adresse und so weiter. Das möchte ich euch jetzt nicht unbedingt dann liefern an der Stelle, weil ich diese Teile dann tatsächlich, so wie es jetzt im Moment aussieht, wie sich das Produkt darstellt, auch in Benutzung nehmen werde und hier selber nutze. So, das mal dazu. Habe ich sonst noch was gemacht? Ja, das kann man hier natürlich entsprechend abziehen. Ich denke, das ist klar. Dann schauen wir noch einmal über das Modul. Hier seht ihr also Anschluss entsprechend mit Micro-USB und dann einmal hier ein USB-Anschluss. Das ist das ganze Thema. Hier ist entsprechend Micro-USB-Aufladung. Und wozu der andere USB-Anschluss hier noch dienen soll, kann ich euch an der Stelle noch gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Müsste man schauen, ob da noch was geht, update-technisch. Ich denke mal, vielleicht für ein Update macht das Ganze Sinn. Ansonsten ist die Stromführung natürlich über den Micro-USB und hier über das Netzteil. So, zum Netzteil können wir auch noch mal eben was sagen. Wo könnte hier der Stromverbrauch tatsächlich liegen? 5 Volt, 1 Ampere, also an der Stelle ist das, was hier im Output angegeben ist, also maximal 5 Watt. Mehr ist es an der Stelle nicht. Ja, ich denke mal, jetzt habt ihr alle Teile einmal gesehen, vom Namen auch, das ist mir immer ganz persönlich sehr, sehr wichtig. Qualität stimmt, also das macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck, und ihr habt dann natürlich noch die Öffnung einmal für Audio, Ausgang und Eingang, und bringt mich dazu, dass ihr hier zwei Wege Audio habt. Und dann sprechen wir nochmal darüber, was also die Cloud-Speicherung anbelangt. Amazon schreibt da an der Stelle bis über, hunderte von Videos über das ganze Jahr, also es wird ein Jahr gespeichert. Wo der Weg hingeht, ob die nicht auch mal irgendwann Gebühren dafür nehmen, Leute, kann ich euch natürlich nicht sagen. So, und dann ist die Geschichte, wie lange halten diese beiden Batterien? Da gibt es hier an der Stelle Erfahrungswerte, und die muss ich euch wirklich hier vom Zettel ablesen. Und zwar 8 Sekunden Live-Ansicht, dann 60 Sekunden bewegungsaktivierte Aufzeichnung und 6 Sekunden Zwei-Wege-Gespräch
pro Tag sollen dann diese 2 Jahre halten. Ne? So, also, um das mal in der Praxis darzustellen, 8 Sekunden Live-Ansicht, ihr guckt irgendwas hier, 8 Sekunden ist natürlich, ja, illusorisch wenig, ne? Mal eben so reingucken, 1, 2, 3, 4, 5, ich zähle jetzt nicht bis zu Ende und dann, ne, müsst ihr an der Stelle wieder raus. 2 Wege Audio entsprechend pro Tag, dann hier 6 Sekunden, das ist der Mix, den man hier angibt. Wenn ihr das Ganze 6 Sekunden betreibt, dann könnt ihr sagen, lieber Postbote, stell das Paket doch bitte auf den Briefkasten. Und der Postbote sagt, okay, dann sind die 6 Sekunden aber auch schon rum. Und der nächste Punkt ist dann der 60 Sekunden bewegungsaktivierte Aufzeichnung. Ja, das ist natürlich ein bisschen auch abhängig von der Einstellung in eurer App. Also, das ist der Mix, Leute. Aber nochmal, völlig kabellos, und wenn das Geschichte dann nur 1 Jahr hält, okay. Was mir wichtig ist, ich konnte in die App bisher noch nicht reintun, hier mal in Richtung Hersteller, in Richtung Amazon, in Richtung Blink, bitte nochmal der Hinweis, dass es natürlich ganz, ganz viel Sinn macht, dass man sich so eine App mal vorher anschauen kann, ohne dass man so eine Kamera aktiviert, und wenn es nur ein Demo-Modus ist, weil wichtig wäre mir natürlich hier, dass in der App angezeigt wird, okay, wie ist denn der Batterieladestand hier an der Stelle. Ob das geht, schauen wir uns an. So, meine Lieben, lasst uns die Einrichtung mal kurz zusammenbauen. Währenddessen könnt ihr auch hier gucken nach dem Stromverbrauch. 1,3 Watt, teilweise 0,5 Watt. Das ist ja gleich, ich sag jetzt mal, Standby-Strom. Mehr ist das ja ganz ja nicht. So, hier geben wir mal wieder, können wir einen Namen vergeben. Das machen wir uns relativ einfach. Geben wir mal MBF ein für Mr. Bowlfish. Okay, dann gehen wir einmal auf Sichern. Und dann gehen wir einmal hier unten auf Sync-Modul zufügen. Ihr müsst einen Moment warten hier übrigens, ne, bis die blaue Leuchte, also ähnlich wie beim Bluetooth-Verbindung auch, ne, hier blinkt. So, und dann könnt ihr einmal hier hinten den QR-Code scannen. Machen wir das gerade eben. Dann erscheint hier eine Nummer, die zeige ich euch jetzt aber nicht. Und dann fragt ihr euch hier ganz idiotensicher, blinkt das Ganze hier eben halt jetzt der blaue Button da. Ne? So, und der grüne ist aktiv. Ja, ist es. Okay, Leute. So, jetzt sollte hier unser Modul sich verbinden und dann fragt ihr euch, okay, mit welchem WLAN-Netzwerk wollt ihr dieses Teil jetzt hier verbinden? Ne? Ihr seht, ich habe hier oben so einen TP-Link-Adapter, da sage ich vielleicht später noch mal ganz kurz was zu, und ja, unten, der ist gerade hier nicht aktiv, ist dann ein Speedboard-Router, okay, dann machen wir es da. Da muss ich mal eben ganz kurz das Passwort eingeben, was ihr auch nicht wissen wollt, okay, mache ich mal eben und dann schauen wir mal. Ich lasse euch wirklich hier einmal live dabei, weil das Thema ist, wie sicher soll das, wie einfach soll es denn sein? Ne? Und das ist ja mittlerweile alles sehr, sehr einfach geworden. Ich sage mal, die meisten IP-Cloud-Kameras, die sprechen ja sogar mit euch und sagen euch, was zu tun ist an der Stelle für jeden einzelnen Schritt. Aber ich denke mal, so eine Führung durch so eine App hier ist selbsterklärend. Okay, jetzt wird die Verbindung eben halt zum Server hergestellt, ne, sodass ihr da angemeldet werdet. Ihr müsst euch, wenn ihr die App euch runterladet, natürlich einmal per E-Mail-Adresse anmelden. Ich glaube, weitere Daten waren da gar nicht erforderlich, wie Name und so weiter und so fort. Habe ich schon vor ein paar Tagen gemacht, fragt mich jetzt nicht, aber wenn, dann eingeben und ja, dann einmal natürlich bestätigen. So, jetzt steht hier, seht ihr gerade, dass eben halt die Firmware des Moduls aktualisiert wird. Und ich muss dabei sagen, ich hatte es unten im Wohnzimmer schon einmal dran, hatte aber dann ein paar Problemchen. Wenn ihr das mal haben sollt, können wir ja drüber sprechen, wenn das Ganze hier aktiviert ist. Ich bekam seit Juni diesen Jahres keine WLAN-Geräte mehr mit dem Router verbunden, stellte sich raus. Es war ein Firmware-Update, dann hat irgendwer Schlaues auch reingeschrieben, dass man dann hinten die IP-Endadresse mit 100 eingeben soll, die stand auf 80, aber das erstmal zu finden, wer so einen Zyxel-Router von Speedport hat, Speedport 5501 zum Beispiel wie ich, ihr müsst dann oben links in dem Programm einmal auf Expertenmodus stellen und dann bekommt ihr die Einstellung WLAN, LAN und könnt da drauf gehen und diese Endadresse, IP-Endadresse verändern. So, jetzt seht ihr hier, wir sind jetzt hier mit diesem Teil schon drin, ne? Blau und grüne Leuchte leuchten jetzt hier konstant. Und jetzt können wir hergehen und Kameras hinzufügen. Ihr seht, es blinkt jetzt hier so komisch rot. Dann gehen wir mal dahin, ein Gerät hinzufügen, rückwirkend des Gerätes mit Batterien und so weiter und so fort. Ja, alles klar. Und auch hier sollen wir wieder einmal die Seriennummer eben halt dann, ja, die wird sich wahrscheinlich hier drunter verbergen. Machen wir es gerade mal, ne? Das Übliche. Ja, so ist es.
So, wie ich immer sage, der Fehler sitzt immer vor dem PC. Ne? Das war dann hier so eine Geschichte. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann fragt ihr euch hier an der Stelle einmal, wo ihr die Kamera positionieren wollt. So, und dann steht eben halt, wo das optimal ist, wehende Äste und Strauchwerk sollten vermieden werden, Sonne, die Sonne am Himmel, Fahrzeug oder Fußgänger in der Ferne. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich hatte mal eine Leuchte falsch eingestellt und die ging dann Tag und dann immer an und aus, war eine Solarleuchte auch noch, weil wenn Autos vorbeifuhren, war eben halt, ne? Der Radius war zu groß von der Einstellung vom Bewegungsmelder. Das ist das Thema. So, und ihr seht hier an der Stelle wird jetzt schon die Kamera hinzugefügt. Ne? Jetzt sollten wir hier natürlich andersrum vorgehen, dass das hier auch wieder hält. Oder habe ich es falsch rum oder was auch immer. Ich denke mal, ich habe es. Das muss so rum, ja. Ne? Auch hier wieder der Fehler sitzt vor dem PC. Aber da kann man sich nicht vertun, weil hier unten der USB-Port ist. Oder. Und dann sollte es einmal hier wieder drauf. Hat geklickt, ist gut. So, und dann kommt hier einmal fertig. So, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, ihre XT kennenzulernen, Kameras in Hell, Lautsprecher, zwei Wege, Kommunikation möglich und so weiter und so fort. So, Zugriff auf Mikrofon müssen wir natürlich hier gewähren, Audioaufnahmen zu machen müssen wir zulassen. So, und dann einmal Live-Ansicht und Foto, das ist Systemeinstellung und so weiter. Jetzt können wir hier direkt ein weiteres Gerät hinzufügen. Ich wollte euch aber erstmal an der Stelle einmal ein Live-Bild bieten. So, und da sind wir schon. Ja, ich denke mal, an der Stelle könnt ihr ganz gut erkennen. Ich schaue mal gerade, ob wir da irgendein Querformat hinkriegen. Ja, kriegen wir. Ne? Und so einfach ist das wirklich von der Installation her. Ja, so, jetzt könnte ich hier mal so ein bisschen auf das Handy halten. Ne? Dann seht ihr das. So, und wir hören uns schon. 1, 2, 3. Ja, die leichten Zeitverzögerungen, wie immer hier, wenn wir über WLAN-Geräte sprechen. Wäre nur ärgerlich beim Fußball, wenn die Nachbarn schon jubeln, das Tor schon gefallen ist. So, hier an der Stelle hat er jetzt die Aufnahme gemacht und das war eine Videoaufnahme und dementsprechend, das waren, ich vermute mal, die 60 Sekunden. Jetzt sind wir wieder da und jetzt kann ich hier auch sprechen. Jetzt kommt es zu einer Rückkopplung, aber wenn ich es mal weiter weghalte, könnt ihr hören, dass die Tonausgabe an der Kamera selber recht gut ist. Ja, das ist ja auch mal so ein Thema, dass ihr sehr hören könnt, wie gut hier das Audio ist. Und das ist sehr gut. Ja, hallo. So, das können wir vielleicht gleich nochmal machen. Hier können wir auch sprechen gehen. Hallo Dirki. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier können wir natürlich auch sprechen. Ich glaube aber, das Handy ist im Moment etwas leise gestellt. Dann schauen wir mal, dass wir das hier auch wieder lauter kriegen. Ich weiß noch nicht, wie es hier rumliegt. So, jetzt könnte auch zu einer Rückkopplung kommen. Aber ihr hört, dass der Ton sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr gut ist. Okay, dann können wir wieder zurück. Okay, dann können wir wieder zurück. Boah, Leute, ja, das müssen wir natürlich hier leiser stellen. Also, tontechnisch kann ich euch sagen, stimmt das Ganze schon mal. Da brauchen wir auch, denke ich mal, jetzt nicht weitere Tests machen und so weiter. Ne? Übliche Verzögerung habt ihr gerade gesehen. Das wird natürlich im 5G-Zeitalter, da müssen wir uns schon wieder neue Geräte kaufen, ganz, ganz anders aussehen. Da wird es diese Verzögerung vermutlich nicht mehr geben. Aber jetzt sind wir noch bei 2,4G hier an der Stelle. Und das ist das, was hier mit dem Teil noch geht. Und das wird auch, Leute, macht euch keine Sorgen, ne, dass morgen 5G da ist. Also das könnt ihr vergessen. Das wird noch ewige Jahre dauern, bis alle Geräte routert, solche Geschichten, die Kameras, und bis das alles auch wirklich auf 5G ist. Also da habt ihr noch lange Freude an dem Gerät und der alte Standard wird meines Erachtens noch Jahrzehnt oder noch länger Bestand haben. So, das mal dazu. Ja, Leute, ihr habt auch da schon gesehen, ich halte es nochmal darüber an der Stelle, ja, dass wir hier ein sehr, sehr gutes Bild haben, was die Aufnahme anbelangt. Ne? Hier flackert Herzzahl, weil die geringere Herzzahl hat hier das Display. Aber ich denke, ihr seid bei mir, dass wir das super hinkriegen. Schauen wir mal geradeaus, kriegen wir hier so direkt so einen Zoom hin? Nein, kriegen wir nicht. Ne? Aber klasse Bild. So, jetzt nehme ich euch auch einmal da an der Stelle mit raus. Ich habe versucht, das Ganze noch bei Tageslicht irgendwo hier hinzubekommen. Hier,
damit ihr da auch mal ein Bild habt. Ich hoffe mal, ich sehe da oben auch noch was. Ja. Ja, ihr seht also, dass der nicht nur mein Grundstück hier abdeckt, sondern da hinten sämtliche Nachbarn in der Breite vom Bild jetzt hier. Also das passt für das Einfamilienhaus auf jeden Fall. Ja, also, was das Bild anbelangt, schon mal sehr, sehr gut. Jetzt installiere ich mal noch die weitere Kamera und dann machen wir weiter hier. So, übrigens wird bei der nächsten Installation auch immer bei der Kamera, das habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich hatte es übersehen, hier die Firmware entsprechend auch von der Kamera direkt mit aktualisiert, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Also auch da beide Daumen hoch, ne, dass das hier direkt automatisch auch passiert. Ich nehme Stückchen für Stückchen mit. Und zwar an der Stelle, wenn ihr das Ganze dann hier einmal so habt, dann stehen hier oben die Nummern. Die Nummern könnt ihr hinten im Deckel natürlich wieder nachlesen, ne, das ist die SSID von dem einzelnen Gerät, und dann könnt ihr hier einfach drauf tippen und könnt das Ganze jetzt hier schon mal abändern, wo ihr es installieren wollt. Dann habt ihr auch da direkt mal eine Übersicht, je nachdem wie viele Kameras ihr verwendet, ist das ja schon mal ganz interessant, ne? Und dann seht ihr hier, das eine habe ich jetzt Garten genannt und das andere entsprechend Straße, weil dann hat man nach beiden Seiten raus auch hier ein Gerät. Ich überlege dann eventuell noch was für innen zu kaufen. So, und dann können wir hier nämlich einmal auf die Live-Ansicht gehen, ja. Und Garten, vermute ich jetzt mal, habe ich das hier eingegeben, und ihr seht, dass es auch blau leuchtet. Das, was ihr jetzt hier als weiß seht, ist eine ganz kleine blaue Diode hier, also das ist nicht viel, ne? So, und dann können wir einmal die Hand drüber halten und dann seht ihr, okay, ist das die Geschichte, ja? Und hier können wir natürlich auch dann mit diesem Teil, wenn wir die Kamera aufgerufen haben, hier auch direkt sprechen, ja? Das ist, denke ich mal, auch noch interessant. Und wir gehen aber hier an der Stelle einmal zurück. Wir schauen, wie einfach das ist. Und dann gehen wir einmal hier Geschichte. So, da oben war die Geschichte Garten. Dann gehen wir hier einmal. Dann sollte diese Geschichte jetzt hier kurz blau aufleuchten. Tut es auch, macht so einen kleinen Klick. Ja, und dann sind wir hier auf der Gartenseite. Also auch das Umschalten. Ne, wenn wir jetzt hier nochmal drauf gehen, zählen wir ruhig mal mit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, ja, das war nur, ich habe zu schnell gezählt am Anfang, 5 Sekunden seid ihr wirklich von einer Ansicht, von einer Kamera zur anderen gewechselt. Also auch das nochmal dazu, also nochmal Daumen hoch, also da gibt es mal überhaupt nichts zu meckern an der Stelle, Freunde. So, das, was wir gerade übrigens gemacht haben, war über diese wirklich hier teilweise schwache Mobilfunkverbindung, heißt also, das nochmal wirklich für die Leute. Ihr seht es mir nach, die Profis unter euch, die nur wissen wollen, wie gut funktioniert das Gerät. Aber ich muss ja immer ein bisschen was auch für Leute bringen, die überhaupt gar keine Ahnung haben. So, und dann passiert hier Folgendes. Ihr habt also einmal das Sync-Modul hier an dieser Stelle. Ja, dieses Sync-Modul greift jetzt hier auf den Router zu, was ich euch gleich nochmal eben zeige. So, dann entsprechend die beiden Kameras korrespondieren natürlich mit dem Sync-Modul und das Sync-Modul hier mit dem Router. Ja, und euer Handy wiederum, das hat die Verbindung hier natürlich mit dem Router. Ja, und die kann jetzt passieren, einmal wie jetzt hier über Mobilfunkverbindung, also von mir aus aus Afrika, aus Asien oder sonst wo, wenn ihr auch von mir aus da im WLAN seid oder was auch immer. Ja, ihr seid ja berechtigt, entsprechend hier auf euren Router zuzugreifen. Deswegen habt ihr ja das Passwort eingegeben. Und da spielt es keine Rolle, aus welcher Ecke ihr jetzt hier kommt. Und jetzt können wir hier einmal hergehen und das Ganze uns auch nochmal WLAN-technisch verbinden, weil ich habe automatische WLAN-Verbindung hier oben eben halt ausgeschlossen. WLAN ist ein, aber hier gehe ich jetzt einmal über WLAN rein. Ja, so, und dann sind wir mit dem gleichen Netzwerk verbunden. Ihr habt gesehen, dass wir nicht drin waren eben, ja, das mal dazu, auch wenn er jetzt so ein bisschen am Kopf steht hier bei diesem ganzen Thema. So, und jetzt können wir hier auch mal irgendwo uns das Ganze anschauen und gehen einfach mal hier auf diese eine Kamera drauf. Und im WLAN-Netzwerk sollte es eigentlich, ja, wenn wir drin sind, sogar noch eine Ecke schneller gehen. Ja, und da sind wir schon. Und auch hier schalten wir nochmal um von der einen Kamera zur anderen Kamera. Und auch da werdet ihr sehen, dass das Ganze wieder ruckzuck funktionieren soll. Ne? Der Sprechen-Button ist schon da. So, und hier sind hier, die Kamera ist entsprechend auch schon aktiv. So, offensichtlich ist mein WLAN-Netzwerk schlechter wie die Mobilfunkverbindung. Die auch nicht ganz klasse. Ja gut, vielleicht haben wir es jetzt hier, solche Dinge passieren auch schon mal. Ne? Wir gehen einmal zurück, wir gehen hier nochmal drauf. Jetzt sollten wir hier an der Stelle hier wieder aufleuchten. So, die Kamera zeigt ja direkt hier an der Stelle ein Live-Bild an. Ja, ich kann das auch mal so stellen hier, dann seht ihr ja am Tisch, da hinten steht eine Waage und eine Lupe und sonst irgendwas, was man hier so bei so Tests braucht.
So, und dann gehen wir hier nochmal zurück. Wir haben eben Garten gehabt und dann gehen wir hier nochmal auf die Straße. Und ich hoffe mal nicht, dass hier irgendwelche Batterien oder sonst was, wenn es leuchtet, nein, leuchtet, ne? So, und da sind wir auch wieder sofort da. Also das mal dazu, ne? Wie ihr jetzt über welche Verbindung ihr hier reinkommt in euren Router mit dem Handy, ist völlig wurscht. Und jetzt habt ihr das einmal gesehen für die ganz, ich sage mal, Laienhaften, die da wirklich keinen Plan haben. Okay. So, meine Lieben, nicht über Tonunterschiede wundern. Wir haben hier irgendwas 4 Meter, ne? Hier liegt er schon bereit, das Handy für unser, ja, um die App einmal zu beleuchten für euch. So, und das Ganze läuft hier folgendermaßen über diesen TP-Link-Adapter, beziehungsweise darunter ist ein Devolo-Adapter. Dann ist da drauf ein TP-Link-Adapter fürs WLAN draufgeschaltet, weil der Devolo kann nur über Steckdose, also LAN, ne? Und das ist die wesentlich stabilere Verbindung, wenn ihr solche Teile eben halt mal habt, als wenn ihr jetzt direkt diese WLAN-Adapter nehmt. Warum? Weil unten der TP-Link-Sender, sobald Telekom mal wieder Verbindungsunterbrecher hatte, länger 10 Sekunden, hat er sich aufgehangen, habt ihr unten keine Verbindung, wieder runtergehen. Dann teilweise müsstet ihr Stecker ziehen, da hängt aber bei mir der PC dran, weil es eben halt eine Verbindung ist mit Steckdose, einzige Steckdose. Dann PC runterfahren, Stecker raus, wieder rein und so weiter. Dann WPS-Tasten drücken, dann alles wieder verbunden. Das hier einmal einstecken, das Ganze über Powerlan, also über das Stromnetz. Hier einfach, um das WLAN darzustellen, den WLAN-Adapter rein. Alles gut, nie wieder Probleme, das mal dazu. Freunde, jetzt wird es ganz schwierig. Warum? Weil ich hier oben, da in der Hand habe ich die Kamera, dann habe ich meine Panasonic-Kamera in der Hand und hier unser Handy. So, weil das Thema ist natürlich immer, hier ist unser Sync-Modul, ja? Und dann fragen immer viele, ja, wie weit geht das Ganze denn verbindungstechnisch hier an der Stelle, ne? Und es geht so weit, so, wir gehen jetzt hier einmal raus, sind wir wieder da. Hallo, hallo. Mal eben schauen. Ja, da sind wir wieder. Ja. Schaltet sich immer eben nach den 60 Sekunden ab. Mal schauen, ob wir das noch ändern können. So, und Thema ist natürlich, wie weit kommen wir damit? So, und dann müsst ihr oben immer natürlich auf den Balken achten, was also die Handy-WLAN-Verbindung anbelangt. Und jetzt gehen wir hier mal raus. So, und jetzt gehen wir hier mal eine ganze Ecke runter im Haus. Ja. So, jetzt sind wir eine Etage weiter unten und ihr seht, dass wir oben noch eine relativ gute WLAN-Verbindung haben, weil die Tür auf ist. Das muss man auch immer wissen, ne? So, und wir schauen einmal nach der Verbindung, was also unsere Kamera anbelangt, die sich gerade eben halt wieder ausgetillt hat. Aber jetzt haben wir wieder ein Live-Bild, seht ihr hier, ne? So, jetzt gehen wir noch eine Etage runter und irgendwann sollte ja hier an der Stelle auch mal unser WLAN-Signal von oben, ja, schlechter werden. Das ist das Thema. So, ihr seht jetzt oben, ja. So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Die Kamera verschwimmt natürlich hier schon mal auch, ne? Erweitert Leinwirkung auf die Betriebs, ja, aber ist schon klar, ist schöner Hinweis. So, und hier seht ihr, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, ne, wo wir da sind. So, wir schauen jetzt noch einmal, jetzt haben wir da oben noch zwei Striche, ja. Und wir gehen noch weiter runter an der Stelle. Machen wir mal das Licht an. Ja. Falsches natürlich, so, und das ist immer dieses Thema. So, hier waren wir jetzt gerade in der Nachtsicht. Das müsste sich immer irgendwann auch mal wieder umschalten auf Taglicht, ne? Macht er jetzt nicht, weil wir Licht ausgemacht haben. Aber auch da, Leute, Ansicht schon mal sehr, sehr gut. So, und jetzt haben wir hier nur noch entsprechend ja einen Punkt und einen Strich, ne? Oder zwei Striche, wenn ihr so wollt, was die Anbindung anbelangt. So, jetzt schauen wir noch mal, gehen wir noch mal auf die Kamera drauf, ob sie sich jetzt hier noch verbindet. Das ist das Thema. Und dann seht ihr, hier wird es dann langsam eng. Weil wenn die Kamera natürlich einmal aktiv ist, dann ist die Verbindung schon da. Aber um die Verbindung herzustellen, braucht es halbwegs, ne, so zumindest hier diese zwei Balken. Und so könnt ihr euch dem Thema nähern, was die Installation anbelangt. Ja, das heißt also, geht mit eurem Handy dahin. Live View failed. So, jetzt gehen wir nochmal drauf. Wir kommen ja hier so langsam wieder in einen besseren Bereich. Und da sollten wir wieder eine Verbindung herstellen können. So, seht ihr? So, da sind wir wieder. Ja, das heißt also, so könnt ihr den Punkt finden, bis wohin ihr hier gehen könnt. Aber wir sind ja schon ziemlich weit, Leute. Ja, also das hat ja schon was hier, ne? Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass bei zuen Türen das Signal natürlich nochmal schlechter ist, ne? Wir haben hier offene Bauweise, also nicht allzu viele Türen. So, wir gehen mal wieder rauf.
Und ihr wisst Bescheid, ne? Wenn ich jetzt nochmal runtergehen würde, wäre dasselbe Spielchen. Also das mal zur Installation. So Freunde, nochmal ganz wichtig, deswegen gehe ich hier nochmal drauf ein. Das, was wir natürlich gerade gemacht haben, war die Entfernung von Kamera zu Sync-Modul. Ne? Heißt also, diesen Part hier. Das hier, das ist das, was wir gemacht haben. Ihr seid natürlich noch flexibler mit diesem Teil hier und könnt natürlich noch mehr Entfernung darstellen, wenn man das Ganze jetzt hier betrachtet, ne, von da aus, wo euer Router steht. Der steht ja nicht immer ganz so günstig. Bei mir steht der, ich sage mal, in der Mitte des Wohnzimmers offene Bauweise. Ne? Und manche haben ihn vielleicht im Keller. Hier seid ihr noch ein bisschen flexibler, weil auch das Sync-Modul könnt ihr ja frei einstecken, wo ihr wollt. Hauptsache, es bekommt eben halt hier einen guten Kontakt zum Router. Und insofern könnt ihr natürlich noch eine weitere Strecke feststellen. Also ich denke mal, auch hier haben wir nochmal eine Entfernung von zumindest mal 8 Metern, die ich dem Teil hier zutrauen würde. Und dann eben halt nochmal die 10, 12 Meter eben von Kamera zu Sync-Modul. Also das ist wahnsinnig flexibel, das System hier, das Ganze so zu fahren. Das ist ja praktisch hier nochmal wie ein eigener Repeater hier an der Stelle. Also Daumen hoch, Leute, ganz, ganz klar. Okay, dann machen wir es einmal. Und zwar gehen wir einmal hier drauf. Ihr seht hier neben beiden Kameras, haben wir hier an der Stelle schon mal Einstellungsmöglichkeiten. Dann fragt ihr euch nach dem Namen. Dann gibt es hier eben halt das, was ich gesagt habe, die Batterieüberwachung. Die ist hier drin, ja. Und die Batterieüberwachung ist okay. Fahrenheit stellen wir jetzt mal um. Wendtemperatur über irgendwas Fahrenheit. Temperaturalarm aktivieren. Also, so, Bewegungssensor ist aktiviert. Aktivitätszonen. Die Kamera wurde kein Foto gemacht. Bitte tippen Sie auf Foto aktualisieren. So, dann könnt ihr ein Foto machen. Und auf dem Foto könnt ihr natürlich, das ist eine super Geschichte, ist bei neuen Kameras auch bei vielen eben halt Usus, aber noch lange, lange nicht bei allen. Ihr könnt also ein Foto machen und dann anhand des Rasters festlegen, okay, das soll jetzt hier der Raum sein, den ich überwachen möchte. Bei mir ist es eben halt natürlich klar, der Raum vor dem Haus, also von dem Eingangsbereich. Und dann soll es hinten, aber auch an der Straße, also da, wo die Straße anfängt, enden. Ne? Das ist das Thema. Könnt ihr hier machen. Vielleicht machen wir es gleich mal eben, weil das eine wichtige Funktion ist. So, Reaktivierung 10 Sekunden. Könnt ihr hier an der Stelle auch mal Fragezeichen machen. Auch gut gemacht. Ne? Bewegungsereignis, in dem die Kamera keine Bewegung erkennt. Sie können den Zeitraum verkürzen, um Verzögerungen zwischen Auslösung zu verhindern. Der Zeitraum im Anschluss an eine Bewegungserkennung. Also, bis danach wieder eine erneute Aufnahme stattfindet, ist das Ganze hier auf 10 Sekunden eingestellt. Das könnt ihr, das ist Minimum und das Ganze könnt ihr verlängern. Und sagen, wenn ich einmal eine Bewegungserkennung hatte, dann brauche ich nicht in 10 Sekunden wieder eine, weil bis dahin ist derjenige nicht verschwunden. Ihr könnt, wie ihr wollt. Ja? Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung könnt ihr auch hier verändern, ne? Indem ihr sagt, okay, komm, ich stelle das hoch oder tief, damit eben halt vielleicht, wenn da gerade mal eine Maus herläuft, das Ganze nicht aktiviert wird. Das ist die ganze Geschichte. Die Videolänge könnt ihr verändern von 5 Sekunden auf 60. Das geht natürlich dann entsprechend zur Lasten der Batterielaufzeit. Aber lassen wir es ruhig mal bei 30, das ist so eine mittlere Geschichte. Ihr habt gerade oben rechts gesehen, war schon also auch eine Aktivität da, die wir hatten. Video stoppen, wenn Aktion beendet. Ja, also wenn nichts mehr zu sehen ist, brauche ich auch kein Video mehr. Ne? Ich denke, das ist klar. Nachtsicht-Einstellungen sind auf Auto hier. Die Infrarothelligkeit ist hier auf Mittel, das lassen wir alles auch so. Ihr habt gesehen, wie schnell der unten, als ich mich im Lichtschalter einmal vertan habe, umgestellt hat auf Nachtsichtmodus. Mikrofon ist aktiviert und die Lautstärke ist hier dann tatsächlich auf hoch. Die können wir von mir aus auch auf ganz hoch setzen. Hier an dem Gerät wird sich natürlich die Lautstärke immer, na klar, wenn ihr das Handy leise stellt, auf leise stellen. Ne? So, von Kamera. Letzte Aktualisierung von Kamera, von Sync-Modul und so weiter. Könnt ihr die Firmware entsprechend machen. Ihr könnt hier diese Kamera rauslöschen, ne? Und nochmal neu installieren und ganze Geschichten machen und so weiter. Habe ich heute auch schon mal gemacht hier mit dem Sync-Modul insgesamt 3 Mal. Also hat immer tadellos funktioniert, auch das Löschen. Und dann wird einmal, gibt es bei dem Sync-Modul so eine Funktion, so löschen. Das hört sich so an, als ob ihr alles löschen würdet, das gesamte Gerät. Nein, ihr löscht nur das Sync-Modul, ja. Das mal an dieser Stelle hier. So, okay. Ich höre gerade, dass mein Hund bellt. Dann gehe ich mal runter und dann machen wir weiter. So, Freunde.
Ich habe jetzt auch mal für die andere Geschichte auch noch ein Foto angelegt. Ne? Und das ist das Gute, dass Sie auch hier anhand der Fotos sehen können, was habe ich denn hier tatsächlich überwacht und so weiter. Ne? Dann habt ihr auch hier schon mal ein Bild dazu, zu dessen, wo die Kamera hängt. Nicht schlecht gemacht. So, also nicht mehr dieses normale milchige, was wir da eben haben. So, jetzt hier einmal auf die Meldung gegangen. Dann seht ihr hier an der Stelle Garten heute, ne, 17.08, 16.54, kommen wir ungefähr hin. Ja, jetzt haben wir 17.33, das, was wir eben so im Bereich des Tests auch gemacht haben, Video aufgenommen und so weiter. So, und wenn ihr hier vorne im ersten Bild seid, dann ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst einmal, um die Bewegungserkennung hier auch zu aktivieren, einmal hier unten den Cloud-Speicher aktivieren. Heißt also, ihr seht hier Sync-Modul zu Cloud, ne? Dass eure Videos hier auch gespeichert werden. Und nur dann ist hier auch die Bewegungserkennung tatsächlich aktiv. Ich hatte mich eben so ein bisschen gewundert, habe mal einen Test gefahren, mache ich immer schon mal vor einer Videosequenz und da ist das nicht aktiviert worden. So, und wenn wir hier nochmal drauf gehen, jetzt hier an der Stelle, und wir schauen uns hier nochmal die Aktivitätszone an, dann seht ihr hier nochmal, also hinten da, wo Santa Claus und Pippi stehen. So, und jetzt können wir einmal hier rausgehen und jetzt würde ich hier an der Stelle auch wirklich einmal wirklich hergehen wollen und hier haben wir alles überwacht, ne? Und ich würde hier einmal hergehen wollen, die App wirklich schließen, um zu schauen, okay, komm, wie sieht das bei geschlossener App aus, wenn jetzt hier jemand da tatsächlich da durchläuft, ja? So, ich sehe, dass die Kameras beide blau sind. So, eine ist blau und die andere, okay, da haben wir keine. So, und da seht ihr es eben halt, jetzt hier an der Stelle, ja, Video von Straße habt ihr gerade gesehen, kommt direkt eine Meldung rein. Gar nicht so lange gedauert, wie manche immer behaupten. Ne? Ich lese da immer manchmal was, wo ich frage, ja, wie schnell soll es denn noch gehen? Ne? Und dann seht ihr hier, ne, von Garten und von Straße, weil hier sind wir auch einmal durchgegangen und dann habt ihr beide Sachen drauf und jetzt steht hier Storage entsprechend 2% ist das, was er hat. Ne? So, und hier kommt noch eine Meldung rein von Straße, warum? Weil ich mehrfach da durchs Bild gelaufen bin an der Stelle, das mal dazu. Ne? Und hier könnt ihr es euch direkt auch anschauen. Also, ich finde, dass das wirklich sehr, sehr schnell gegangen ist. Und gehen wir einmal daher. Das ist wahrscheinlich nur da, wo ich einmal die Hand da oder irgendwas vorgehalten hatte. Ja, da hat er da entsprechend die Aufnahme gemacht. Und jetzt schauen wir einmal hier. Da bin ich durchs Bild gelaufen. So, ja. So, okay. Ja, Action. Okay, Leute. Ne? Also, das war's hier. Ne? Also, das mal dazu. Hier wollte ich euch wirklich noch mal einmal zeigen. Und ihr habt dann natürlich alle Aktivitäten dann auch noch weiter drin. Und ihr seht, Storage sind wir jetzt hier bei 2%. 1, 2, 3, 4, 5 Videos. 2%, wenn man das Ganze hochrechnet. Ja, Kopfrechnen schwach sind 2,5 mal 100. Das heißt also irgendwo 1, 2, 3, 4, 5 durch 2 sind 2,5, ja, mal 100 sind irgendwo 250 Videosequenzen, die man hier aufnehmen kann, ja. So, Freunde, ich möchte mit euch nochmal hier diese Geschichte durchgehen und ihr werdet nicht glauben, wo die Einstellung für Celsius ist. Ich zeige es euch leider mal. Wenn ihr auf Konto verwalten geht, ihr seht ja meine E-Mail-Adresse, aber die kennt sowieso mittlerweile fast jeder, mrbofisch@gmail.com, wenn ihr da mal Probleme habt. Wir gehen hier einmal auf zurück und hier unter Konto verwalten, da ist dann die Umstellung auf Celsius. Ich hätte mich auch wirklich sehr, sehr gewundert, wenn das Ganze hier nicht funktioniert. Wir gehen es jetzt einmal von oben durch, dann über Blinky an der Stelle, da seht ihr eben halt die Firmware-Version und so weiter, das Übliche. Dann gehen wir einmal hier drauf und gehen einmal auf das Community-Forum. Soweit ich das erkennen konnte, auch was die Helpline anbelangt, die Webseite und so weiter, funktioniert das Ganze hier tatsächlich nur in Englisch. Ich schaue mal, Sprache eben halt, habe ich hier nichts gefunden, um hier tatsächlich irgendetwas umzustellen, vielleicht am PC besser zu machen und so weiter, Technical Support und so weiter. Gehen wir hier auch an der Stelle einmal raus, aber zumindest Englisch ist da. Dann einmal hier Kundenbetreuung, ne? Orders, dann einmal Sales, dann Info, ja, und diese Geschichten halt könnt ihr machen und dann einmal technischen Support 24 Tage und dann ist hier eine 781, was auch immer das ist. Also ich denke mal, da wird man eher mit anderen Geschichten klarkommen. Aber Leute, es ist so einfach, ne? Dann natürlich bei Blink einkaufen, was gibt es Neues hier an der Stelle. Schauen wir da mal rein, häufig gestellte Fragen. Und das ist dann wieder auch hier tatsächlich auf Deutsch, ja,
Supporting, hier. Und dann gibt es auch eine, hier an der Stelle bei häufig gestellte Fragen, man muss immer nur wissen, wo es verborgen ist, da gibt es auch eine DE-Adresse, wie ich hier sehe. Ja, wie verwende ich zeitgesteuerte Aktivierung und so weiter und so fort. Das könnt ihr natürlich auch machen, ne? Das ganze zeitgesteuert machen und sagen, okay, komm, nur dann und dann soll das Ganze hier überwacht werden. Das nur mal dazu. So. Abmelden gibt es hier noch und das Ganze war es dann. Und ich denke mal, das soll es dann auch gewesen sein. Ihr seht hier, ne, habe ich noch ein paar Warnmeldungen erzeugt und wir sind jetzt hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos und sind immer noch bei 2% der Speichernutzung. Ja, und es geht ja nur darum, Beweissicherungsvideos dann entsprechend hier zu sichern. Und wenn das irgendwo hinten am Ende bei über 100 dann gelöscht wird, wenn wir jetzt bei 8 durch 2 wären 4, dann wären wir bei 400 Videosequenzen, die wir aufnehmen könnten hier an der Stelle, das mal dazu. Ne? Und ihr habt gerade gehört, lange Videos, die wir hier aufgenommen haben, beziehungsweise gesehen, dass da Warnmeldungen kamen, dass das zulasten der Batterie geht. Ja, das mal dazu und ich hoffe mal, ich habe euch hier alles gezeigt. Hier ist eben halt noch Gerät hinzufügen und so weiter und hier oben drauf gehen konnte über Verwalten, Kundenbetreuung und hier gab es irgendwo auch noch eine Geschichte, wo ihr euch die Geräte alle anzeigen lassen könnt. Schauen wir mal gerade, wo wir es jetzt hier haben. Ah, da, wenn ihr das Ganze öffnet, da habt ihr auch noch ein bisschen was, ne? Mr. Wolfisch verwalten, alle Geräte, dann seht ihr eben halt Garten und Straße. Auch hier könntet ihr, ne, vermutlich dann nochmal wieder umbenennen. Und wir gehen nochmal wieder drauf. Zeitpläne, das ist das Thema, was ich gerade hier gesagt habe. Die Zeitzone ist richtig eingestellt mit Berlin, Europa. Und hier drüber könnt ihr die Zeitpläne aktivieren in der Wochenübersicht und könnt euch da einstellen, wer es denn so in der Tiefe möchte, was überwacht werden soll und wann und so weiter und so fort. Wenn ihr genaue Zeiten habt, wo ihr sagt, da bin ich zu Hause, da brauche ich keine Überwachung. So, ich wollte euch mal eine von unseren Live-Aufnahmen per Ton noch beibringen, bevor ich das mit dem Nachtsichtmodus mache. Und so weiter. Plus eben halt hier die Entfernung, wir kommen ja jetzt wieder rein. Ne? Da hinten Videotisch. 1, 2, 3, 4. Also wir reden hier irgendwo über 12 Meter Entfernung, die wir hier zwei Geschosse plus eben halt Zwischendecke und so weiter und so fort, die wir hier hinter uns gebracht haben. Das war mir wichtig, euch das Ganze nochmal zu zeigen. So, ihr seht also keine Rückkopplung da, aber vom Ton her, ne, als wir die Rückkopplung noch nicht nach raufgegangen sind und so weiter, astrein, Leute. Ne? Wer also da auch gerne irgendwas im Raum oder sonst wo mit Ton überwachen möchte, auch da, also kommt das hier wirklich ganz astrein rüber. So, Freunde, jetzt wird es schwierig. Nachtsichtmodus einmal Indoor hier für euch gemacht. Und dann gehen wir einmal hier drauf. Und ich versuche es jetzt mal. So, da steht es. Ja. Und das ist das, was hier wiedergegeben wird. Jetzt muss ich mal hier den Ton wieder leise stellen, damit wir hier die Rückkopplung nicht haben. Ja. Und ich kann auch hier nochmal für euch einmal durchs Bild gehen. Aber ich denke mal, ihr seht Stühle und so weiter. Pipi, alles wird da erkannt. Ja. Und marschieren wir einmal da durch. Ja, also Leute, ich denke mal, ja, das lässt sich hier erkennen. Ne? Also, so Leute, da bin ich schon wieder und ihr seht, das Ganze kommt ein bisschen zeitverzögert. So, meine Lieben, abschließend noch zwei, drei Dinge. Und zwar, wenn ihr einmal in der Live-Ansicht seid, dann habt ihr hier oben ein Tonzeichen. Könnt das Ganze natürlich mit Ton betreiben und einmal ohne Ton betreiben. Und wenn ihr am Ende, wenn ihr eine Aufnahme gemacht habt, dann werdet ihr immer gefragt, wenn ihr es nicht eingestellt habt, ne, automatisch, so wie ich es euch eben gezeigt habe, was machbar ist über die Einstellung, ob ihr sichern oder verwerfen sollt. Hier ist man natürlich sehr, sehr schnell dabei und geht auf zurück. Ne? Aber hier müsst ihr einmal auf sichern gehen und das Ganze dann einmal schließen. Und dann habt ihr die Aufnahme auch gespeichert. In der Live-Aufnahme, wenn ihr einmal in der Live-Aufnahme seid, hier machen wir es gerade nochmal, gehen wir hier nochmal drauf, da auf Video. Dann nimmt er eine ganze Zeit auf und dann habt ihr eine schöne Geschichte, wenn ihr da live dabei seid. Ne? Ihr könnt natürlich hier sprechen und so weiter und kommunizieren. So, und irgendwann an der Stelle, kurz vor Ende der Aufnahme, ich schätze mal hier so, ja, weiß es nicht ganz genau, wann es denn jetzt ist, nach wie viel Sekunden, ja, werdet ihr hier auch nochmal gefragt an der Stelle, da, fortfahren. Und dann könnt ihr hier fortfahren natürlich. Und das weiter Video weiter aufnehmen, ne? Wenn es mal gerade so eine Situation ist, wo ihr sagt, okay, jetzt kommt es drauf an. Also könnt ihr auch längere Videos aufnehmen. Das ist das mal, was ich euch hier an der Stelle sagen wollte. Und die Videolänge habt ihr ja gesehen, könnt ihr auch nochmal steuern über die Einstellungen, was also die Notfälle, Bewegungsmeldung anbelangt.
Ja, meine Lieben, mal wieder ein sehr langes Video, aber nochmal, ich denke mal, ich sollte alles zeigen, damit so wenig Fragen wie möglich übrig bleiben. Und ihr könnt mich natürlich fragen, weil ich das Teil in Benutzung haben werde, gar keine Frage. Aber ich bin ja nicht jede Minute am Rechner und viele wollen es sofort wissen, bevor sie sich für den Kauf entscheiden und so weiter und so fort. Und so habt ihr alles, könnt vorspulen, könnt zurückspulen, was auch immer. Hier nochmal eben halt unser Test, um das nochmal Revue passieren zu lassen, was also die Anbindung Kamera zum Sync-Modul anbelangt, was also Entfernung anbelangt. Ne? Wir sind eine Etage runter, Deckenhöhe so jeweils 2,5 Meter plus eben halt natürlich die Decke selber. Eine weitere Etage runter, hier hatten wir also an dieser Stelle wurden noch vollen Empfang, ne? Und dann sind wir hier runter und hier haben wir abgebrochen, weil das Video zu Ende war und konnten uns nicht weiter verbinden. Wenn die Verbindung noch gehalten hätte, wären wir wahrscheinlich sogar bis hier runter gekommen, also 1, 2, 3 Etagen weit runter. Das nochmal dazu, das war hervorragend. Aufnahmen sind hervorragend, Audioaufnahme ist hervorragend, Gegensprechen ist auch hervorragend, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Also für das, wofür es konzipiert ist, reicht diese Tonqualität mehr als aus, sie ist besser, als man sie tatsächlich brauchen würde. Hier noch ein deutlicher Hinweis, wenn ihr diese Geschichte macht, dann macht vielleicht einmal diese Platte ab, weil das Teil hier wird hier hinten reingeklickt und das müsst ihr ganz, ganz straff machen und dann hört ihr einen Klick, das mal dazu, nicht, dass ihr hier vorne irgendwo den Bewegungsmelder dabei schrottet und so weiter, sondern da würde ich die Platte wirklich nochmal abmachen. Dann ist es reingeklickt und das habe ich ja am Anfang gesagt, hier wollte ich euch noch ein bisschen was zur Bewegung eben halt sagen, ne? Also wandtechnisch müsst ihr euch das so vorstellen, also könnt ihr hiermit also euren Eingangsbereich abbilden. Ich hatte mal irgendwo gelesen, deswegen sage ich solche Dinge immer, dass einer gesagt hat, das hier wäre nicht flexibel genug. Leute, also nochmal, Wand, ja, gerade und das hier runter. Also das ist völlig mehr als ausreichend an der Stelle. Ja, ich glaube, das ist Kugellager, geht einmal rundum, ne, auch rechts, links, Flexibilität, nochmal, also da wären wir. Einmal rum, ist völlig da. Ja, Aufnahmen habt ihr gesehen, App habt ihr gesehen, Verbindung habt ihr gesehen, Installation habt ihr gesehen. Also alles 100%, so wie es sein soll. Und es gibt null zu meckern. Hier nochmal Nachtsichtmodus, jetzt hier an der Stelle habt ihr nicht umgeschaltet. Ne? Quatsch, wir sind nicht in der Live-Ansicht, das ist das Thema. Aber Nachtsichtmodus passt. Die Bilder passen, die Zonen passen, also es stimmt hier von A bis Z alles, Leute. So, nochmal, ich habe kein Sponsoring hier erfahren, von keiner Seite aus, weder von Amazon noch von sonst einem Hersteller noch, egal wovon, sondern ich habe das Teil gekauft und das ist meine Meinung zu dem Teil. Also damit seid ihr installationstechnisch wirklich mal flexibel und wenn die Batterien von mir aus nur ein halbes Jahr halten oder sie halten eben halt nur ein Jahr an der Stelle, je nachdem wie viel ihr damit rumspielt und so weiter und so fort, ja Leute, dann ist es halt so, aber dafür musstet ihr nicht, was weiß ich, wie viel x Meter Kabel verlegen, neue Dose verlegen, tun und machen und so weiter. Und hier nochmal denkt dran, dass ihr hier wie eine Art Repeater habt, den ihr eben halt einmal schauen, okay, wo habe ich mit dem Blink hier noch einen guten Empfang zum Router. Und dann wisst ihr die Entfernung, von da aus habt ihr nochmal 10 Meter locker eben zur Kamera. Je nachdem, was noch dazwischen liegt, Türe, Wände und so weiter. Schaut es euch an, schaut eben halt hier oben auch auf das Signal vom Handy. Und dort eben halt, wenn das Signal noch, ich sage mal, 3 Balken vielleicht hat, installiert hier das Sync-Modul. Und dann von da aus gehen die Kameras, wie auch immer. Also ganz top Produkt von mir, beide Daumen hoch und eine ganz, 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 ganz klare Kaufempfehlung für das Teil hier. Hat einen Riesenspaß gemacht. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.